Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Duran Road. Von den Farming Dudes, die Wiese habe ich eben fertig gemacht, ne? Das habe ich gerade noch eben fix gemacht. Den IAC habe ich auch zum Hof geholt, habe die andere Ecke dann noch fertig gemacht. Dass so erstmal der an Hof ist. Weil ja eigentlich die Rapsfläche noch tiefengelockert werden muss. Aber wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir unser Gras hier auch anwelken, ne? Erstmal kann das Moped jetzt den Hof. Das ist kein Auto, du. Ich bin schon richtig erschrocken. Oh, guck mal, Ausbuchtung. Cool, cool. Hoffentlich benutzt der Verkehr die auch, ne? So haben wir da, ne? Jo, das wird noch ein Spaß hier mit Rundbällekiss. Nein. Der Stefan, der hat mich gestern gefragt, ne? So, Svenny, wenn du mal sowas brauchst, ne? Gemoddet ist, ne? Sag mal Bescheid, ne? Da ist mir ja eigentlich nichts eingefallen, ne? Weil ich ja wirklich. Ich habe richtig coole Schlepper, wo ich gerne mitspiele. Ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes, ne? Aber wisst ihr, was wirklich so fehlt im LS? Wenn ihr jetzt so wie ich hier auf so einem kleinen Hof spielst. Ein Silo-Blockschneider. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ein Silo-Blockschneider. Der fehlt noch im LS. Dass du jetzt so wie hier dann praktisch Fahrsilos hinsetzen kannst. Kannst deine Grassilage da reinfahren und kannst die dann vernünftig in diesen kleinen Stall da reinfahren. Muss natürlich auch meist Plus-Ready sein, ne? Aber so ein kleiner Silo-Blockschneider, oder? Mir schon echt Premium. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, ich bin ganz ehrlich. Aber das wäre ja noch was, ne? Das würde ich sagen, im LS fehlt noch. Ein Silo-Blockschneider. Ich wüsste sonst wirklich nicht, was noch im LS fehlt. Ich habe viele Schlepper, mit denen ich gerne spiele, die richtig gut sind. Also ich würde spontan sagen, nur ein Silo-Blockschneider. Was anderes würde mir nicht einfallen. Dass du wirklich so mit Fahrsilos spielen kannst. Und dann halt mit einem Blockschneider im Stall füttern kannst. Ihr kennt ja jeder Strautmann und so, ne? Aber das ist wirklich, für mich persönlich wäre das das Einzige, was hier noch fehlen würde. Im LS. Aber er müsste auch meist Plus-Ready sein, ne? Sonst habe ich keinen Plan, was fehlt. Wo man ja wirklich schon viel hat, ne? So, wir können da leider nicht lang. Fahren wir hier wieder zurück. Wirklich, es ist doch alles irgendwie vorhanden. Man hat gute Sachen schon. Und ich spontan, mir würde ein Silo-Blockschneider fehlen. Wir brauchen aber eh noch ein Fahrsilo, ne? Jetzt sind wir ganz ehrlich, wie sollen wir sonst unser Mais... Ich habe noch einen Grubber gekauft, ne? Weil wir hatten nur einen mit 2,50 Meter und das ist mir stellenweise dann doch ein bisschen zu wenig, weil ich das die ganze Zeit selber mache. Habe ich noch einen schönen Grubber gekauft. Hier, IAC steht auch schon am Hof. Ja, wir können hier gar kein Fahrsilo hinsetzen. Ja, das wird ja noch ein Spaß, ey. Wie machen wir denn eine Mais-Silage? Können wir nur mit Grassilage arbeiten, wa? Wieso hast du den ganz runter gemacht? Ja. Ich war nicht bei die Sache. Ist gar nicht aufgefallen, ne? Da müssen wir gleich dran. Ich war nämlich gerade am überlegen, Fahrsilo? Ne, ist nicht. Können wir ja nirgendwo hinsetzen.
keine Chance. Muss man ganz ehrlich sagen. Wo willst du das hier hinsetzen? Ich würde hier meinen Schlepper wegstellen, ne? Aber irgendwie geht das gerade nicht. Weil wegen Platzmangel. Nee. Aber du musst nachher an die Presse. Wo steht denn unsere Presse? Weil, nee, erst anmelden und dann pressen. Ja, ja, ja. Das klingt nach einem Plan. Das ist sinniger. Du stehst hier gut. Du stehst da noch besser. Nee, das machen wir später. Den brauchen wir. Ach, da steht die Presse. Ja, mitten im Weg, ne? Wir kennen es nicht bei Svenny. So, das können wir eben abhängen. Vorne mit denen. Aber was können, ne? Oh, laut. Nicht so schnell hier vorne, ne? 10 km/h. Weil sonst wird die Milch sauer, ne? Und das ist nicht schön. Mit vorne. Nirgendwo ein Vorsilo hinsetzen. Ganz ehrlich. Und wenn wir die ganzen Ballen hier noch hinsetzen, dann haben wir echt mächtig ein Problem, ne? Müssen wir uns was überlegen. Na Mädels, läuft bei euch, ne? Alle tutti? Schön, 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 schön. Bin jetzt mal ein bisschen weg, ne? Muss noch ein bisschen wenden. Mal wegen die Sicherheit und so, ne? Aber wir müssen erst hier gucken. Z. Aufbereitet? Ne, angewählt reicht. So, wir machen eben ein Bildchen. Hast du gedruckt? Ich hoffe, ne? So, bis später, ne? Wenn was ist, WhatsApp schreiben, ne? Handy liegt auch schön im Haus. Da, wo es hingehört. Weil das kann ja auch mal nerven, so ein Handy, ne? So, hier lang. Hier nicht so schnell fahren. Hier sind 10 km/h. Oh, 10 km/h. Ne? Läuft bei euch, wa? Lakritzmilch kriegen wir da. Ja, Lakritzmilch. Da wollte ich Frischgras machen, ne? Ja. Die große Wiese machen wir, glaube ich, Heu. Wir können ja nur einen Heuschnitt dieses Jahr machen, ne? Dann ist es hier los. Wenn wir uns geht in den Straßen lang. Sag ich so meinen jugendlichen Leichtsinn, aber das geht, das geht, das geht. Das läuft. Das kriegen wir hin. Ich glaube, wir nehmen doch hier Ackergänge. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Nee. Ich habe den Shift jetzt zum neuen Lenkrad gemacht, ne? Ich glaube, das Lenkrad muss noch 1 mm rüber. Sonst habe ich hier eine Lenksperre. Ne?
guck mal, das läuft sogar. Oh, ich liebe diese Map irgendwie, ne? Bin ganz ehrlich, die mit den Steigungen und so und dann mit den kleinen Schleppern und so ordentlich im Getriebe rumrühren kannst, das ist herrlich, echt. Ganz ehrlich. Das läuft hier. Premium. Ja, guck mal, die Felsen kommen auf der Kämme. Läuft hier so langsam und bis ich hier läuft das hier an. Wenn wir das angesägt worden, dann können wir erst ja eigentlich Frischgras pressen und dann müssen wir auch noch durchziehen die Fläche hinter dem Hof und abstoppeln. Dann müssen wir hier noch solche Weizen hin oder Gerste, eins von beiden. Da müssen wir dann durchziehen, dann müssen wir auf jeden Fall auch mal eine Runde kalken fahren. Dass das erledigt ist. Dann müssen wir den Rest Stroh noch von der Fläche holen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Wir müssen auch den Wagen noch abladen. Und jetzt ist eben wichtig, dass das hier mal fertig wird. Ne? Eigentlich hebe ich nicht gerne aus. Damit geht kaum man nicht anders. Wenn das geht, dann geht nicht. Ne? Hat der Onkel Doktor auch schon immer gesagt, ne? Wenn nicht geht, dann geht nicht. Guck mal, der macht sich hier richtig gut in so kleinen IAC von Lars, ne? Echt herrlich. Vom Allergemeinsten. So was brauchst du heutzutage auf dem Hof. Sollte das Lenkrad vielleicht noch ein Stück drüber machen, weil dann habe ich die Probleme mit dem Shifter. Ja, können wir auch mal ein bisschen schneller fahren, ne? Weil Zeit ist Geld, ne? Nehmen wir auch noch ein bisschen was vor. Ja, Mann, hier. Das geht ja gar nicht. Jetzt drehe ich bestimmt in die falsche Richtung, ne? Jetzt? Ah, guck mal! Jetzt können wir wieder fahren, du! Ich kann lenken! Premium! Wo ein Wille da liegt, ne? So, hier sind Rumgeschüsse, ne? Weil es so wisch wäre. Ja, so ein bisschen passgenau vorne, ey. Und drei Schwaden ist schon. Kriegt er gerade so mit, ne? Was ist gerade?
müssen wahrscheinlich aber auch noch Rüben Nassschnitzel kaufen, ne? Also wir können nicht nur Frischgras machen, also das ist... Geht nicht. Aber dann müssen wir das Silo noch im Tal setzen, ne? Das werden wir wahrscheinlich da, wo die Kaltproduktion ist, hinsetzen. Aber dann ist unser Geld auch alle. Müssen wir uns nichts vormachen. Aber ich denke, wir sind so weit ganz gut ausgestattet, dass wir da keinen Stress kriegen. Wir haben eine gute Drille, wir haben Hummer, wir haben Tiefelocker, wir haben drei gute Schlepper, wo es richtig Spaß macht, jetzt zu fahren. Wir haben Mähdrescher, wir haben eine Presse, wir haben Wickler. Wir haben Anhänger, wir haben Krommer. Einstreuer haben wir, Futtermischwagen brauchen wir nicht unbedingt. Obwohl ich mich auch irgendwann jetzt mal mit dem Thema auseinandersetzen muss wegen Futtermischen, ja, aber ich weiß auch noch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Aber müssen wir machen, ne? Irgendwann müssen wir uns noch mal mit auseinandersetzen. Was Futtermischen angeht. So, das läuft hier. Wie nennt das Spiel? Das ist bei dir mal angefangen, ne? So, da haben wir auch mal ein bisschen dran lang geraten. In dem Gras, ne? Ausnahme dann mal wieder ein bisschen sich beruhigt. Ja. Ja, die staunen ja alles. Schön. Oder wir fahren zu schnell, kann sein. Gar nicht so schnell fahren. Was fahren wir? 11 km/h. Was geht eigentlich? Finde ich. Herrlich, herrlich. Guck mal, wie das hier duftet. Schön, ey. Schöner Heuling. Hast du gerochen? Die Heimann Rüssel raus da. Finde ich gut. Ja. Ja, dann wollen wir da eben dran lang Schüsse. Damit wir das auch wegkriegen. Gleich schon schick angemeldet. Kommen wir eben rüber. Melken der auch an. Oder ich fahre darüber eben. Oh, werdet das wahrscheinlich gar nicht sehen, weil das Video da schon viel zu lang ist. Weil die sagt ja gar nichts. Ich sag dann erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.